Willkommen, liebe Zuschauer, zum dritten Teil von Abduction. Wir sind immer noch bei dem Rätsel stehen geblieben, dass wir Strom anstellen müssen oder zumindest finden müssen. Ich habe überall diese weichen Schienen, aber komme nicht wirklich weiter. Ich habe diesen wunderbaren Knopf, den ich drücken kann, wo nichts passiert. Die Tür geht wahrscheinlich so auch nicht auf, dafür brauche ich Strom. Ich würde gerne da hochkommen oder darüber, aber die Tür, wo es durchgeht, ist verschlossen. Hier geht es nicht weiter. Da durchkrabbeln kann ich auch nicht, da komme ich nicht rüber. Ah, den war da noch zum Markieren, oder? Den Hebel kann ich jetzt nicht mehr bewegen. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Antrieb, dadurch, dass ich den Wasserfall hier abgestellt habe, nicht mehr funktioniert. Puh, okay. Das heißt, ich komme da auch nicht mehr hoch. Da oben war ich aber überall. So, wir gehen mal zurück zu dem Wasserfall. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Gucken, ob ich diesen Hebel hier halten kann. Nee, leider nicht. Oh. Konnte hier doch was bewegen. Awesome. Sieht immer richtig geil aus, oder? Das muss man im Spiel schon lassen. Das sieht einfach verdammt, verdammt gut aus. Ah, ist ja auch echt ein geiler Spot hier, oder? Mit der Hängematte. Okay. Jetzt Motorrad fahren.
jeden Fall ein Antrieb. Jetzt scheint das Stromkabel aus. Sieht sehr schön nach Stromkabel aus. Ah, guck mal. Hier haben wir auf jeden Fall die Strom. Ich glaube, Farley ist der Typ, der Strom haben will. Guck mal, geht's sogar Graffiti. Tasco, oder? Ja, aus wie Tasco. Sieht aber echt krass aus hier alles. Tankstelle. Kurbel. Kurbeln, Ralf, Kurbeln. Das finde ich auch super, dass mein Schatten gar nichts macht. Aber jetzt habe ich mal gekurbelt. Ist das für ein verrückter... Was ist das hier, ey? Ich würde euch immer ein bisschen gerne was erzählen, so über das Gameplay, aber ich bin immer so selber so, hä? Was geht hier ab? Ja, Hauptsache ich kann wählen. Hier ist dieser große Tower, whatever. Dann gehen wir mal darüber und gucken, ob wir da irgendwas finden wegen der Stromversorgung. Das große Kabel führt dahinter. Da oben geht es auch noch anscheinend rein. Bleiben wir mal hier unten. Hallo Switch. Und on wäre nicht schlecht, ne? Hallo? Bin ich so wie ich will hier das Ding. Was ist Prime? Sieht so aus, als würde hier irgendwie Druck fehlen oder die Flüssigkeit oder Hydraulikflüssigkeit oder so. Das funktioniert noch nicht. Okay, ganz klar, Fuel empty. Wieder aus. Wo kommt der Sprit her, Leute? Dann gucken wir uns aber erstmal den Sprit an. So, da ist nochmal Tasco-Piece. War nicht mal so hässlich. Alles voll gecrossed hier. Wobei ich, was ist das? Hero oder Hero? Vero? Das ist hässlich. Hey, ich habe doch da unten schon gekurbelt. Mehr kurbeln. Blubbert auch was. Da innen drin läuft doch was, seht ihr das? Was denn? Das denn für eine Maschine? Wobei, da komme ich nicht rein. Mal gucken, ob das Kurbeln Sprit da hochgepumpt hat. Ne, ist ja noch empty hier.
Okay, gut, ich habe mal ausgemacht, da geht natürlich nichts. Ich weiß nicht, wie lange ich da kurbeln muss. Sieht auch schön nach Strom aus hier. Aber dann kein Strom ab, geht es auch nicht auf die Tür. Leider hat gerade Shadowplay gemeint, er muss aufhören aufzunehmen. Ist mir so auch noch nicht passiert. Ich hoffe, jetzt geht's aber weiter. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wir hatten in den letzten paar Minuten des öfteren Frame-Einbrüche. Da habe ich auch gerade festgestellt, dass Steam, warum auch immer, im Hintergrund noch mal ein zweites Mal Spiel geöffnet hat. Ich hoffe, das hat das Ganze jetzt hier wieder verbessert. Ich hoffe, wir haben nicht mehr so viele Lags im Spiel, die bis jetzt aber halb so wild waren. Ich meine, das liegt jetzt auch auf der normalen HDD das Game hier und es ist schon sehr texturenlastig, wie man sieht. Ich habe auch alles auf super hochgestellt. Das sieht ihr jetzt hier, wenn ich so ein bisschen panne. Ich werde dann nochmal gucken, ob ich denn vielleicht das Game auf die SSD installiere. Ich hoffe, dass mein Safe-Game dabei nicht kaputt geht. Aber zurück zu unserem ursprünglichen Thema oder Problem, die Wasserpumpe. Robin. Ne, Robin sogar. Mit einem ganz schlimmen Font sogar. Ich kenne das aber noch. Also gut, wir gehen zurück zur Wasserpumpe. Zu dieser Ölpumpe meinte ich. Und wir haben gerade schon wieder einen kleinen Absturz gehabt vom Spiel. Frag mich wirklich, was da gerade los ist. Ich werde wahrscheinlich vor der nächsten Aufnahme das Game nochmal auf der SSD installieren. Nachdem ich hier gepumpt habe wie den Weltmeister. Mehr als... Der hört auch immer mal auf zu kurbeln, also ich denke mal, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Nur sie hat überhaupt keinen... Ja. Zählt da nichts danach, ne? Nachdem ich gekurbelt habe. Weil ich sehe auch keinen Leck auf dem Weg dahin oder so, dass man sagt, okay, das muss ich fixen oder sowas. Kann eigentlich nur noch hier nur Caution, Fuel Drain. Achso, warte mal, ich Noob. Sollte vielleicht mal lesen, was da steht. Fuel Drain bedeutet natürlich, dass der Sprit abgepumpt wird und nicht weitergeliefert wird. Alles klar, nochmal zurück zur Kurbel. Drain ist ja der Ablauf oder Abguss. Okay, nochmal kurbeln. Hoffen, dass jetzt Sprit ankommt. Nein, ich rückwärts pumpen, Ralf. Nein. Oh, fuck. Nicht, dass ich jetzt wieder zurückpumpe. Aber ich glaube, das ist egal.
Macht auf jeden Fall gute Geräusche. Ah, voll, sehr gut. Nice. Na also. Wer lesen kann, ist im klaren Vorteil, Leute. Man macht das Ding auf jeden Fall randvoll hier. Sieht gut aus. Ich habe ja wieder Strom, Leute. Eine Angel. Ja, bis auf das der Generator läuft, hat sich aber nicht viel verändert hier. Ja, danke für nichts. Danke für diese unpassende Musik. Der rote Strahl, Leute. Mehr hätte mir nicht gesagt. The Red Beam. Ist klar der nächste Hinweis, aber... Ich komme da nicht mehr hoch, weil ich den Wasserfall doch rumgeleitet habe. Ich komme dahin nicht mehr hoch. The Red Beam. Yes, baby. Im Strom. Nicht so eine Infozelle oder so ein Ding oder so. Warum steht da ein Stein drin? Das Butch, boah, das ist mir zu viel Quatsche.
Bildwandleranforderung des Bürgermeisters. Ah, okay. Die Werkstatt, die diese Geräte gebaut hat. Ah, hier ist die Kamera, mit der gefilmt wurde. Kleiner Knopf. Alles klar, Leute. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt wahrscheinlich das Spiel erstmal auf der SSD installieren, um diese Rückverwendeaufnahme zu vermeiden. Ansonsten würde ich sagen, machen wir nochmal ein Foto von diesem Gerät hier. Sieht echt cool aus. Und jo, wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen. Wünsche euch noch eine gute Zeit und weiterhin viel Spaß auf dem Kanal. Macht's gut. Ciao, Leute.